Diese Maske möchte unsere Seele also holen. Knallschock! Knallschock. Schrumpfende Urteilsring-Anomalie. Oh mein Gott. Wir werden uns sofort in Tschernobok verwandeln. Also auf diesen Kampf war ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Das ist nämlich das Problem. Wenn man hier weiterkommt als vorher, ist man nämlich nicht mehr gegen den Foxface, sondern gegen die Goldmasken ausgesetzt. So, und die Ringe sind jetzt klein, wie ihr seht. Und irgendwie machen wir überhaupt keinen Schaden gegen diese Monster. Ist ein bisschen merkwürdig. Ich versuche es mal mit einer Zauberkraft. Komischerweise. Ich glaube, das ist auch ein bisschen noch zu früh, dass ich das hier mache. Und? Oh ja, die Golden, der, sie ist nur gegen Zauberangriffe anfällig. Das sollten wir uns merken. Für den weiteren Verlauf des Kampfes, weil physische Attacken, habt ihr gesehen, bringen dort überhaupt nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob es richtig ist, dass ich jetzt schon gegen die Goldmaske kämpfe. Also ich habe eine andere Reihenfolge herausgefunden, mit der ich gegen die kämpfen muss. Aber egal, Freigabezauber und Geistverschmutzung, also das heißt, die Offenbarung kann ich jetzt noch gar nicht verwenden. Naja, egal, das heißt, wir können jetzt leider mit Yuri überhaupt nichts machen, außer versuchen anzugreifen. Naja, egal. Weil irgendwie haben wir die letzte Fähigkeit, nicht die Offenbarung. Die haben wir noch gar nicht. Keine Ahnung warum. Muss ich ihm vielleicht den Finsternisstein vorher mal irgendwie geben oder was? Ich weiß es nicht. So, wieder eine Luftaufnahme. Sehr wichtig, dass wir dann eben halt mit den anderen beiden ordentlich treffen. Sehr merkwürdig das Ganze. Wirklich sehr, sehr merkwürdig. ZP-Senkung, oh je. Ja, super. Wenn Yuri ausrastet, sind wir gelackmeiert. Jetzt macht er es zweimal. Oh mein Gott. Noch ein drittes Mal? Der senkt allen die ZP? Er hat sie doch nicht mal auf dem Zaun. Oh mein Gott. Na gut, also nochmal eine Luftaufnahme jetzt erstmal. Ich denke mal, mit Yuri werde ich mich eh gleich zurückverwandeln. Das hat keinen Sinn. Da muss Yuri eben halt irgendwie eine andere Fusion annehmen. Aber vorher muss sie eben halt die ZP noch immens erhöhen. Das nervt mich schon ein bisschen arg mit dieser ZP-Senkung. Mann, 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 also muss Yuri erstmal in seiner Form bleiben und die ZP gleich heilen von den beiden, weil die sind ja schon arg geschwächt, was die ZP angeht. Oh Mann, Leute, steht mir bei in diesem Kampf. Steht mir bitte bei, ey, das ist jetzt zu viel für mein sanftes Gemüt. So, nehmen wir jetzt erstmal die ZP von den anderen an. Er hat ja noch 7. Pure Blood, Pure Samen, ganz wichtig. So, Harry. Harry kriegt einen Pure Samen. Zack, dann kann er wenigstens gleich noch ein paar Mal seine Luftaufnahme zaubern. Jetzt greift er an. Ach du. Du ahnst es nicht. Ein Pursamen. Ja, ich habe gelesen, dass die physischen Angriffe dieser Monster sehr stark sind, aber so stark hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet. Oh mein Gott. Alice, heil dich. Es ist ganz wichtig, dass du dich jetzt heilst. Aber. Eigentlich so schwierig sind die Kämpfe dann nicht. Also wenn das wirklich jetzt so das höchste vom Hohen war, was die so an Fähigkeiten hat, dieser Angriff und die ZP-Senkung, dann ist das doch nicht die Rede wert. So, also werden wir jetzt erstmal weiter heilen mit Terasamen auf Alice, damit die eben halt noch das nächste Mal das Licht sieht. So. Zack, 340 Punkte hat sie wieder. Sie ist wieder voll geheilt. Und jetzt macht er zuschlagen. Was ist das denn jetzt? Oh je. Ach du. Du ahnst es nicht. Oh mein Gott. Naja, okay. Das lasse ich unkommentiert. Aber wenigstens machen die Zauber ordentlich Schaden. Das ist wichtig, in meinen Augen. Oh Mann. Das ist schon heftig, was hier gerade abgeht. Vor allem, die hat so viele Punkte. Das ist das Problem. Die hat sehr viele Lebenspunkte, wenn ich mich recht entsinne. So knappe 2000 Lebenspunkte. Das ist das Problem bei diesem Kampf. An das erinnere ich mich noch sehr gut. Ich hätte vielleicht mit Yuri noch was anderes machen sollen, bevor ich überhaupt in diesen Kampf gehe. Weil das ist schon relativ heftig, was hier abgeht. Ja, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich hebe mal Yuris ZP erstmal an. Ich weiß nicht, was jetzt als nächster Angriff kommt. Das ist das Problem. Wenn ich das wüsste, wäre ich einen ganzen Tacken weiter. Oh, ist das lästig, dieser Kampf. Oh je. Und ich hoffe, dass ich es richtig mache. Oh nein. Ich habe genau das Falsche gemacht. Ich habe genau das Falsche gemacht. Oh Mann. Alice, heb ihm auf.
stellt bei Bewusstlosen... Nein, das möchte ich doch gar nicht. Du sollst zumindest ihn wieder ins Leben holen. Nein, und das ging auch nur daneben. Oh, verdammt. Mann, Mann, Mann. Ah, Talisman der Gnade. Komm schon. Jawohl, ein guter Talisman der Gnade. Immerhin, jetzt steht Halley wieder. Weil Halley ist unser Schlachtschiff in diesem Kampf. Er kann wenigstens mit der Luftaufnahme noch ordentlich Schaden machen. Und noch einiges vorbereiten, dass dieser Kampf eventuell noch zu überstehen ist. Und das ist das Problem in diesem Kampf. In diesem Problem, das ist der Kampf... Der Kampf an sich ist das große Problem, dass die so gute Fähigkeiten hat. Bin mal gespannt, wie lange die lebt. Ja, jetzt ist alles platt. Aber wir haben ja zum Glück Yuri, der immer wieder heilt. Der immer wieder zum Leben aufruft. Das ist ja das Tolle bei der ganzen Geschichte, die wir hier haben. So, Alice steht auch wieder. Und jetzt ist Alice auch wieder dran. Habe ich irgendwas? Stellt bei Bewusstlosen, Bewusstlose, Haltvergiftung. Wie wär's mal, wenn ihr irgendwie... Nee, das möchte ich, diese ganzen Sachen bringen mir nichts. Alice heil Halley. Der muss den nächsten Zug auf jeden Fall überstehen. Und danach muss sie geheilt werden von Yuri halt mit einem Terrasamen. Ich hoffe, dass die Reihenfolge jetzt so bleibt, dass jetzt Halley dran ist. Kann ich jetzt wenigstens wieder einiges an Schaden gegen das Monster machen. Och nein, der fängt schon wieder mit Zuschlagen an. Ist doch nicht normal. Und das ist ja dieser Zauber, der ordentlich draufhaut. Naja. Gut, gut, gut. Komm schon, eine gute Luftaufnahme. Erstmal den Gegner weiter schwächen. Vielleicht reicht es ja, wenn wir ihn irgendwie in die Flucht schlagen. Wieder ein ordentlicher Treffer. Sie scheint auch zu schwanken jetzt, diese Maske. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Erstmal ist wichtig, dass wir hier einen Terrasamen auf Alice werfen. Die ist nämlich ganz schön angeschlagen. So. Wenn Yuri abdankt, das ist halb so wild. Schließlich ist er noch total mies da. Was das Ganze angeht. Sieht man ja. Er hat jetzt abgedankt und wird jetzt auch zurückverwandelt. Und das werden wir jetzt auch beheben mit einem Gnadentalisman. Wir werden Yuri wieder auferstehen lassen und auch umverwandeln. In eine andere Form. Und er steht wieder. Sehr schön. Und Halley, noch eine Luftaufnahme. Wir müssen den Gegner weiter schwächen, kostet es, was es wolle. Damit wir den auch irgendwie mal hier abdanken lassen. Ich weiß nicht, wie viele Luftaufnahmen das jetzt schon waren. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich hatte jetzt auch keine Lust, an den MPs abzuzählen, wie viel ich davon gemacht habe. So, und jetzt gucke ich mal. Ja, er hat jetzt knappe 60 pro... Oh Mann, das waren schon einige. Erstmal müssen wir jetzt die ZP von Yuri hochjagen. Das machen wir am besten mit... Ja, ich habe die ganzen Fusionsseelen, die ganzen starken Fusionsseelen eben halt jetzt ausgerüstet. Das ist das Problem. Oh Mann. Diese Goldmaske, sie ist einfach nur bescheuert. Wie ihr seht, die haut hier ordentlich drauf. Hat jetzt mal eben kurz mal wieder Halley gekillt. Hat mir überhaupt nicht gefällt. Deswegen muss ich ihn jetzt wiederbeleben. Und ich hoffe, er ist als nächster am Zug. Ich hoffe wirklich, dass er als nächster am Zug ist. Dass ich wenigstens noch jetzt eine Aquaklinge auf den draufknallen kann, auf diesen kleinen Scheißer da hinten. Jawohl, eine perfekte Aquaklinge auch noch. Wir machen ja immerhin guten Schaden mit diesem Monster. Und? Wumm, 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 wumm und? 308 Schadenspunkte. Die steht immer noch. Meine Güte. Ja, jetzt bin ich in einer ganz brenzligen Situation. Das bringt mir jetzt alles hier nichts, was ich hier gerade mache. Weil er macht wieder Zuschlagen. Ja, toll. Ich habe keinen Gruppenheilzauber. Das wäre für mich eine ganz deutliche... Hilfe, aber den habe ich leider nicht. Ja, jetzt müssen wir Halley erstmal aufwecken, sonst tippt er uns hier weg. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Sonst knickt er uns hier komplett um. So, erstmal das machen. Ich weiß nicht, wie viele ZP braucht eine Fusion von unserem guten Freund. Ihr merkt, ich bin ein bisschen von der Rolle. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, was ich machen soll. Mana-Samen. Erstmal ein Mana-Samen auf Halley, dass er gleich wieder zaubern kann. Sollte er diesen Zug jetzt noch überleben? So. Okay. Wir können uns immer noch nicht verwandeln. Das heißt, ich muss eine Purwurzel verwenden. Führt alles auf dieses Ziel hinaus. So. Eine perfekte Purwurzel. Leute, steht mir bei in diesem Kampf. Ich bin wirklich total aufgelöst. Zuschlagen. Gut, das lasse ich nochmal auf mich zugehen. Ach du meine Scheiße. Ja, wie der Kampf weitergeht, finden wir im nächsten Video raus. Bis dahin sprach der Raven dann nimmer mehr.